Jonas Salk, der berühmte Immunologe, der damals den Polio-Impfstoff erfunden hat, der hatte ja, der war ja so ein bisschen auch so ein Outsider oder so ein besonderer Charakter in der Wissenschaftscommunity, und der hatte eben diesen berühmten Spruch, could you patent the sun? There is no patent. Als er gefragt wurde, ob er denn den Impfstoff gegen Kinderlähmung, gegen Polio eben sich patentiert hat lassen.